Moin Leute, ich grüße euch hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ja, langsam kommt hier der Winter und die Dutch-Ofen-Zeit beginnt. Und ich habe mir hier einen neuen Dutch-Ofen geleistet. Das ist ein 9 Liter Dutch-Ofen. Dieser hier neben, der hat so circa 4,5-5 Liter. Ich glaube eher 4,5. So, und nun schnacken wir einmal kurz über die Unterschiede. Dieser hier, der hat nämlich keine Füße dran, wenn der andere Kollege hier Füße dran hat. Das hat ein paar Vor- und Nachteile. Den großen kann man dann einfach auf die glühenden Kohle stellen oder ins Feuer. Und der Kollege hier, da sollte man immer diese Beinchen, dieses Gestell unter haben. Der war ja bei meinem Dutch Oven Set dabei und hatte diesen schönen langen Haken mit für den Deckel. Das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich richtig gut. Ja, und wenn man den von der richtigen Seite anfasst, dann kippt er auch nicht weg. Vom Gewicht her ist der Deckel hier total leicht. Und das hier, das ist so ein richtiges Monster. Und hier ist der doch relativ kurze Haken, der dabei war. Also bei dem hier, da kann man auch mal spontan, ohne sich Handschuhe anzuziehen, mal nach dem Essen gucken. Bei dem hier geht das, glaube ich, überhaupt nicht ohne Handschuhe. Da haben sie so ein bisschen irgendwo, ich weiß nicht, also diese 20 Cent oder noch nicht mal für die längere Stange. Ich weiß nicht, ob das den Kohl dann so fett machen würde. Ja, auf jeden Fall ist der Deckel hier eine richtige Wucht. Der wiegt auch. Der wiegt genauso viel wie der ganze Topf. Das ist auch gleichzeitig eine Pfanne. Der hat hier oben auch die Beinchen dran. Und dann könnt ihr den auch so ins Feuer stellen. Und der ist ein bisschen höher. Das heißt, wenn ihr den bis zum Rand befüllt, den Dutch Ofen, dann liegt der Deckel trotzdem nicht gleich an. Das hatte ich ja bei dem anderen Kollegen hier, der mir übergekocht hat. Der Deckel geht nicht höher, hat gar keinen Rand. Und von der Geschichte her war es doch manchmal so, dass oben das doch am Deckel geklebt hat. Bei der Reinigung war das natürlich nicht so tolle. Ja, der hat 9 Liter. Mal zum Vergleich. Nehmen wir mal den Kollegen hier. Ja. Da könnte ich jetzt, wenn ich jetzt den Griff abmachen würde, den anderen, oder passt das auch? Könnte ich fast machen, wa? Jo. Geht jetzt nicht ganz zu mit dem Griff, aber da seht ihr mal einen Unterschied. Der hat großer, hat er 9 Liter. Es gibt ja noch den 12er, den 12 Liter. Ja, aber den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Und dieser hat gleich so eine Kerbe hier fürs Thermometer. Der hat am Deckel hier so eine, damit man das Thermometer nicht kaputt macht, hat er hier so ein Pfeil. Da hat er auch eine kleine Aussparung. Ja, damit das auch nicht, oh, warte mal. So. Hatte ich bei dem anderen nochmal überlegt, ob ich das nochmal selber reinfeile. Aber das brauche ich jetzt ja nur nicht mehr machen. Ja, wie gesagt, der ist neu, der kam auch eingebrannt an. Theoretisch könnte man den so benutzen, aber wieder zu ist, wenn man sich einen neuen Topf holt, dann wäscht man den vorher einmal aus. Das mache ich natürlich nicht mit dem, sondern ich erhitze den Eimer, reibe den vorher mit ein bisschen Speiseöl ein, ganz normales Rapsöl habe ich hier, und dann erhitze ich den Eimer so ein bisschen, nicht doll. Wenn ihr einen Kugelgrill oder so dergleichen habt und den sowieso anhabt, dann könnt ihr das natürlich ausnutzen, irgendwie die Resthitze oder dergleichen. Aber es geht jetzt einfach nur um die Restbestände. Wie gesagt, wenn ihr euch neuen Topf für die Küche kauft oder so, dann geht ihr ja auch ja nicht so bei. Dann wollt ihr das ja auch einmal so ein bisschen gereinigt haben, sonst hat man das doch beim Essen nachher vielleicht im Hinterkopf. So, ich habe ein bisschen Öl reingemacht, weil das nicht geizig mit. Reibe ich hier das nur einmal ab. So, das mache ich mit dem Deckel jetzt auch.
bisschen vollsauen das Tuch. Dann gehe ich da den Deckel so lang. So ähnlich könnt ihr das ja auch machen, wenn ihr den wieder neu einbrennt. Da gibt es auch eine genaue Beschreibung und da gibt es auch zig Beschreibungen im Internet. So, nochmal ein bisschen nachholen. Gut. So, 10 Kohlen habe ich gemacht. Ich will nur so ein bisschen Hitze raufkriegen einmal, um die eventuellen Restbestände der Produktion rauszubekommen. Einmal ein bisschen reinigen. Ich mache jetzt halt 5 unten und 5 oben. Das sollte wohl dicke lang, denke ich mal. Er passt auch gut rein. So, preislich lag die Geschichte ja ein bisschen über 50 Euro. Das andere Set, das war ja doch relativ günstig. Ich glaube mit 75. Das war natürlich ein Schnapper. Das war auch so ein Einsteiger-Set. Naja gut, mehr ist hierzu eigentlich nicht zu sagen. Das lasse ich jetzt ein bisschen so durchglühen. Eine gute Stunde oder dergleichen. Ne? Dann hat der Topf auf jeden Fall die Temperatur, die ich haben will. Damit ich da keine Bedenken mehr haben muss nachher beim Befüllen. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim selber machen und tschüss.